Lass mich ran, lass mich ran, lass mich ran. Ich bin zu gut im Spielkörper. So, bam, 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 bam. Ich hab doch Kreis gedrückt, Spiel! Ich werd verscheißern. Ich werd verlieren. Ich verarsche euch nicht. Ich drücke wirklich auf die Drückstaste! Howdy, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 1. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video, Leute. Und wir sind stehen geblieben hier mit dem John Marston und dem Marshall bei einer gewissen Jagd. Wir brauchen mal Verbündete hier gegen Bill Williamson, seiner Bande, und da ist also auch schon ein Vollidiot, der hier weglaufen will. Ah, Walton müssen wir auch noch jagen hier. Da würde ich sagen, Leute, wir müssen erstmal mit dem lieben Marshall ein paar Leute einfangen, damit wir ihn vielleicht auf unsere Seite gewinnen können, um dann den Bill Williamson ein für alle Mal wegzujagen. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat, dann kann jeden Supporter und, Pferd. Genau, Pferd. So würde ich sagen, wir reiten erstmal hin und jagen dann den Walton, den Idioten. Ja, machen wir so, würde ich sagen. So, wir sollen Walton verfolgen, aber nicht zu nah verfolgen, sonst bemerkt uns auch noch. Ja, und dann würde ich sagen, let's go. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshall? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. How long's easy money for easy work? Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Alles klar, dann würde ich sagen, jagen wir den Typen, den Walton, und bringen ihn dann um. Und dann hoffentlich hilft uns dann gegen Bill Williamson. Denn er hat uns auch abgeschossen mit seiner Bande. Einfach so kaltblütig weggeschossen, obwohl wir damals in einer Bande zusammen waren, Bill und John. Ja, das ist schon echt gottlos, muss ich sagen. Und, der ist schon dort. Ich glaube, wir waren ja auch schon mal mit John Marston in Red Dead 2, oder? In diesem kleinen Häuschen dort vorne? War das nicht so? Let's go, Marshall. Looks like we got company, boys. Oh, shit. Damn. Take cover. Aber wir haben genug Erfahrung, Leute. Wir können so gut schießen, ey. Unsere erste Schießerei, würde ich mal sagen, hier. So würde ich sagen, Waffe raus und dann let's fight. Kommt raus, ihr Schweine. Niemand mag euch. So. Bam, let's go, Alter. Guck mal, wir waren nie weg. Wir waren nie weg, Leute. So, zur nächsten Deckung würde ich sagen. Auf ganz easy peasy. So, Walton, wir kommen. Bam, Junge. Haben wir schon Stadder aktiviert? Oder können wir schon aktivieren Stadder? Oder geht es noch nicht ganz? Ich probiere es mal gleich, Leute. So, zielen. Ach, wir haben sogar schon das Dead Eye. Ach, wie geil. Bam, Junge, weg mit dir, du Bastards. Ah, weggeschossen. Lebst du noch oder ist er tot? Er ist tot, okay. Sie sind alle, also One-Shot anscheinend. Bleib dort, wo du bist, Bruder. Ey. Die sterben, Bruder. Ey, hallo. Dann will ich sterben gehen. Jetzt ist der Tod endlich hier. So, dann glaube ich noch einer, oder? Noch zwei. Ach, der lebt immer noch. Ah, nee, ist der Marshall. Das ist der Marshall. Wo ist denn der Knechti? Ach, dort ist der. Hey. Halt's Maul, du. Bam, Junge. Wo ist der andere? Oh. Oh, shit. Friss das hier. Bam, Junge. Wir können auf seine Beine schießen. Auch dann ist er eigentlich jetzt kampfunfähig, oder? Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Damals bei Red Dead 2 war das nicht so realistisch mit dem Bein abschießen. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Tschüss, wir hören uns, Marshall. War mir ein Vergnügen hier. Ich glaube, damals war das nicht so, war, dass man auf die Beine schießen konnte. Ich glaube, bei Red Dead 2 sind sie sofort aufgestanden wieder. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber Mission geschafft. Es war eine schnelle Mission hier auch mit Marshall. $20 haben wir auch noch bekommen hier. Boah, wir hatten so viel Kohle damals in Red Dead 2. Wir hatten über $1000 oder so gehabt, glaube ich, ey. Schon ein bisschen traurig, ey. Ah, wir können die plündern. Herr, mit euren Sachen. Was habt ihr so Schönes hier drin? Ja, bisschen Kohle, bisschen Geld. Wir brauchen jeden Cent, Alter. Wir brauchen jeden Dollar hier. Wir müssen einiges mal ansparen. So, hat der Typ hier irgendwas drin? Eine Truhe. Können wir die öffnen? Ja, können wir sogar machen, Leute. Herr, mit der Truhe, was haben wir hier so Schönes? Geld vielleicht? Ja, noch mehr Geld. Hm, das gefällt mir. Geld regiert die Welt. Hm, das war's, glaube ich, wohl, ne? Das war's wohl. Da würde ich sagen, ab zur nächsten Mission. Der Marshall hat dich weit von jeglicher Zivilisation zurückgelassen. Du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, den du Schnellreise-Feature im Camp benutzt. Ah, okay. Können wir das jetzt rausholen? Genau wie bei Red Dead 2. Einfaches Camp. Ah, okay, cool. Das wusste ich jetzt nicht, dass es geht in Red Dead 1. Das war mir jetzt noch ein bisschen neu.
Genau wie in Red Dead 2 einfach ein Camp aufschlagen und dann, zum Ziel und reisen. Cool. Wir reisen mal nach Amandillo, würde ich erstmal sagen. Wir haben jetzt zwei Missionen frei. Wir können jetzt eine McFarlane-Mission machen oder eine Marshall-Mission. Wir machen erstmal eine Marshall-Mission und dann eine McFarlane-Mission. Dann hoffentlich können wir dann den Bill ein für alle Mal wegjagen. So, dann sind wir auch schon hier bei Amandillo. Oh, hallo, kleiner Dog. Kann man ihn vielleicht irgendwie streicheln? Oh. Oder geht es hier nicht ganz? Ich glaube, hier geht es nicht mehr leider. Ne, schade. Streicheln, loben oder so ist eine Art. Ne, geht nicht? Na gut, schade. Schade, schade. Ich sehe auf der Karte, ist irgendeine Hand. Ist das dieses Messerspiel wieder, oder? Ja! Ah, hier ist auch dieses Messerspiel, Leute. Wollen wir hier ein bisschen spielen, Leute? Hey, was geht? Ich will gerne Five Finger Village spielen. Können wir es gerne machen? Ich würde es gerne machen hier. Ich war in Red Dead 2 da nicht so schlecht. Ich hoffe, das ist in dem Teil ein bisschen einfacher. Ich hoffe, nicht schwieriger. So, Einsatz. Wir haben nicht so viel Kohle, aber wir setzen mal $10 ein, würde ich sagen, oder? Na, Einsatz ist 5. Das Höchste ist nur 5. Na gut, dann machen wir $5 einfach. Das Höchste, was geht's hier? Komm, let's go, Leute. Komm, wir schauen, wie er das macht und dann üben wir erstmal. So, X-Kreis. Einfach X-Kreis, oder wie? So easy. Ich mach das schneller, Bruder. Ich bin schneller als du hier. So, X-Kreis, X-Kreis, X-Kreis. Immer X-Kreis einfach hier. Oh, scheiße. Ich dachte X im Kreis. Wie bei dem Typen hier. X-Kreis, 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 X-Kreis. Ich war, glaube ich, wohl zu schnell, oder wie? Wir haben trotzdem gewonnen, Leute. Aber wir haben uns einmal in die Finger gestochen. Das ist nicht so geil, Nochmal X-Kreis, oder wie? Das ist ja einfach. Das ist easy. Gib mir das Messer her. Ich bin der Beste hier. So, nochmal. Bam, bam, bam. Boah, shit. Ja, das ist easy. Das ist so easy, Leute. Oh, yeah. Nein, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch X gedrückt, Spiel. Ich bin, glaube ich, zu schnell. Ich bin, glaube ich, leider ein bisschen zu schnell. Aber wir sollten die Runde eigentlich geschafft haben, oder? Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, easy. Let's go. Her mit dem Geld, du Crackheads. Macht aber Spaß, Leute. Macht voll Bock, ey. Ich will gerne noch eine Runde spielen. Komm, noch eine Runde, Leute. Noch, komm, hier. Der Nächste, der Nächste. Der Nächste soll herkommen hier. Ich bin der Beste hier in diesem Five Finger Village. $10. Let's go, rein damit hier. Ray Worthington. Was hast du so drauf, Ray Worthington? Oh, das ist ein bisschen schwieriger. X-Kreis-Dreieck, X-Kreis-Dreieck. Das sollten wir schaffen, komm. Stopp hier, ich bin der Beste. So, bam, 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 bam. Oh, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber das sollte eigentlich auch voll machbar sein. Let's go, Leute. Ey, wir kriegen hier Geld. Ohne Ende. Was ist jetzt die nächste Tastenkombination? So, okay. Ey, Bro, stopp. Lass mich ran, lass mich ran, lass mich ran. Ich bin zu gut im Spielkörper. So, bam, 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 bam. Ich hab doch Kreis gedrückt, Spiel. Ich hab Kreis gedrückt. Jesus Christ. Ich hab... Wollt ihr mich vergaggeiern? Ich drück doch Kreis! Das Spiel will mich verarschen. Ich glaube, ich muss schneller sein. Ich glaube, ich muss viel schneller sein, Leute. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Ich werd verscheißern. Ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Ist doch so easy. Ich habe Kreis gedrückt. Nein. Nein, 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 nein. Das Geld hole ich wieder. Das Geld hole ich wieder. Das Geld hole ich wieder, Bruder. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hey, 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 Bruder, Bruder. $10 rein. Komm, rein damit hier. Ich brauche das nicht. Komm, mach schneller hier. Mach schneller hier. Komm, zeig mir deine Finger. Ach, ich muss wieder machen. Oh, scheiße. Okay, wir machen jetzt easy, Leute. Wir machen jetzt richtig easy hier. So, komm. Easy Game. Das geht an uns hier. Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, schnell. Schon, das geht mir wieder, Alter. Ist mir scheißegal, was sie sagt. Nee, 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 nee. Nicht beenden. Was wir beenden? Komm, Messer ran. Hier, komm, schnell. Bam, 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 bam. Oh, fucking let's go, Leute. Ich habe Kreis gedrückt. Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Ich habe Kreis gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Die Zeit ist um. Was für Zeit um, Alter? Ich muss schneller sein. Komm, bam, bam, bam. Ich hab doch Kreis gedrückt. Oh mein Gott. Ich habe X gedrückt. Das Spiel will mich verarschen. Ich schwöre auf alles. Ich drücke auf die Taste.
Ich schwöre auf alles. Ich drücke auf die Taste. Ich hab Dreieck gedrückt. Ich hab wieder Geld verloren. Ich habe die Tasten gedrückt. Ich glaube, mein Controller ist am Arsch. Nee, nochmal. Ich habe X gedrückt. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich hab Kreis gedrückt. Ey, das Spiel. Leute, ich verarsche euch nicht. Ich drücke wirklich auf die Dreieckstaste. Mein Controller ist kaputt. Ich drücke auf diese Tasten. Ich meine es vollkommen ernst. Ich drücke auf diese verdammten Tasten, die ich hier gerade zeige hier. Ich brauche einen neuen Controller. Ich drücke auf diese Tasten. Ich habe jetzt $30 verloren. Egal, ich spiele nicht mehr weiter, Leute. Die schaut ziemlich ab oder so. Ich glaube, die haben einen Controller manipuliert, die Spieler. Die Five Village Spieler da. Ich komme zurück. Meine Rache wird kommen. Ich drücke X auf die Taste, wo es angezeigt wird. Es wird nicht aber registriert. Ich glaube, ich spinne. Scheiß drauf. Komm, wir gehen jetzt einfach zur nächsten Mission. Gerechtigkeit in Pikes Basin. Ach, Mann, ey. Hallo? Hallo? Ist Armadillo 731? Was ist es mit diesen Dingen? Hallo? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Da ab zum Vieh, Dieben, ab zu dem Canyon und ich muss das Geld wiederholen, Leute. Ich muss das Geld wiederholen, ich muss meine Rache planen gegen diese Betrüger, gegen diese bösen Menschen, die mich abgezogen haben, ey. Ich fasse es nicht mal, die haben mich einfach abgezogen. Ich habe auf die Taste gedrückt, ich kann es gerade nicht fassen. Mann. I work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Ja, die Pinkertons, oder? Die haben, glaube ich, schon gesagt, dass wir hier rumlaufen. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash came in a wild land. Bringing modernization and betterments to the West. It's only made the rich richer and the poor poorer. And it's killed a way of life. No, no. Building a factory over a field ain't gonna help nobody I know. Look at what they've done to the natives for God knows how many years now. It's hardly like they're gonna suddenly start respecting a man's right to work his land. That's different. They're savages. It ain't that different, Jonah. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. Ja, die Indianer, die Ureinwohner, ne? Das hat er schon auch selber bemerkt hier, als er mit Arthur und der Bande unterwegs war. Mit Eagle Flies und Rainsfall, auch zwei Ehrenmänner. Rainsfall, der Indianer, ey, so ein riesiger Ehrenmann. Ich hab ihn so gefeiert im Spiel. So ruhig, so rational, so friedlich auch. Schade, dass er leider seinen Sohn verloren hat und er leider seinen Stamm verloren hat und er leider jetzt ein normales Leben, sage ich mal, als, ja, als Amerikaner, sage ich mal, führen muss. Im modernen Amerika, sag ich mal. Die leben also moderner als die Indianer, kann man sagen. Aber ja, ob wer es will, das ist eine andere Frage. Die wollten eigentlich normal leben, einfach in ihren
Gebieten, euren Stämmen, in den Stämmen einfach und ja, unterbrochen. Den wurde alles weggenommen und ist auch nicht so geil und deswegen ist das scheiße. Jetzt würde ich sagen, müssen wir kämpfen hier. Können wir jetzt mit dem Dadder markieren? Und das ist noch nicht möglich. Ich glaube, es ist noch nicht möglich mit dem Markieren, Leute. Das glaube ich erst später. Bam. Bam. Halt die Schnauze. Bam, Junge. Nice. Schießen können wir gut hier. Ja, ja. Okay. Ich laufe hier rein, würde ich sagen. Komm, aber hier reinlaufen hier. Wir sind eine Ein-Mann-Armee. Wir sind eine Ein-Mann-Armee, Leute. Das sollten wir so schaffen hier. So, Bruder. Ey, Bro, mach mal keine Facts, Bruder. Bam, Junge. Ey, kommt her, kommt alle raus. Ich kämpfe gegen jeden. Ich kämpfe gegen jeden, Du stinkst selber. Was für ein stinky Idiot, Mann. Das ist Marshall? Das ist Marshall, ja. Die wollen, glaube ich, nicht Marshall. Ich glaube, die wollen kämpfen. Da geben wir ihnen den Kampf hier. Die kriegen den Kampf von uns hier. So, fall jetzt mal hier. Bam. Boah, das war ein lauter Schrei. Das war ein sehr lauter Schrei, Leute, kann man sagen, ey. So. Wer will noch von mir stocken? Ich hoffe, die sterben nicht oder so alle. Der Dicke war schon sehr sympathisch, muss ich sagen, dieser Ila oder wie er heißt. Schnauze! Oh, die haben auch diesen berühmten Schrei reingemacht hier. Cool, bam, weg mit dir. Komm mal, Marshall, wir brauchen dich gar nicht. Wir brauchen einfach nur John Marston und let's go. So, plündern, kennen wir schon dieses Plündern hier. So, mein Monitor ist gerade ausgegangen. Ich sehe gerade nicht so viel. Mein Monitor! Ich sehe gerade nichts, Leute. So, was hast du hier? Ach du Scheiße, wir sind voll wieder hier am Start. Oh oh. Oh, Scheiße. Ich sollte Medizin rausholen schnell. Ja, erstmal was trinken hier. Das haben wir nötig, Leute. Wir sind gleich gestorben, Alter. Wir sind fast gestorben, ey. Das war gerade ein bisschen close, aber sollten wir so schaffen hier. So, bam. So, Revolver rausholen und einfach den abballern. Wer bist du denn? In die Eier, Alter. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr in den Popo geschossen. Haben wir es jetzt hier, oder? Wir haben es hier, okay. So, gib mir euer Geld. Ich brauche das Geld für diesen Five-Fillets-Spiel. Verfinger-Fillets, ey. Ich brauche jeden Cent wieder, ey. Einfach alles verloren. So, haben wir hier noch ein bisschen Geld? Komm, $20 oder sowas in das Spiel, bitte. $5, oder? Wie viel? Ja, $5, okay. Das ist auch machbar. Das ist noch vollkommen okay, ey. Wir holen uns jetzt wieder, Leute, ja? Also, wir kriegen das Geld wieder. Das sage ich euch jetzt schon mal hier. So, wir gehen weiter hier, Leute. Wo? Wo? Ach, dort! Gar nicht gesehen, Alter. Überhaupt gar nicht gesehen. Diese Schweine, ey. Wo ist der? Dort vorne. Bam, Junge. Hab ich getroffen oder hab ich nicht getroffen? Ich hab getroffen. Let's go, Leute. Wo ist der andere Knechti? Wo ist der andere Knechti? Dort oben? Ah, dort ist der. Bleib dort stehen, du Idiot. Bam. So, jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es, Leute. Über die Brücke? Oh, ich weiß nicht, Marshall. Da weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ey, Schnauze, ihr zwei Idioten. Weg mit euch. Dankeschön. Ich habe Übung. Ich habe sehr viel Übung. Gehabt mit John Marston. Bitte die Brücke betreten. Die Steuerung ist in dem Spiel schon wirklich sehr hakelig, muss ich sagen. Also nicht so, ja, gut wie beim zweiten Teil. Obwohl Teil 2 schon auch schon ein bisschen schwammig war, die Steuerung, aber hier ist es noch umso schlimmer, ey. So, warte, bis du dich mit Marshall und den Deputies formierst, okay. Okay, dann rein, da würde ich sagen. Aber es ist ein easy fight. Ist ein easy fight. Und hoffentlich, Marshall, wirst du nach dieser Mission uns helfen mit Bill Williamson. Das hoffe ich sehr für dich, Alter. Mit dem Dickerchen hier. Brauchen jede Feuerkraft. Hey, Schnauze! Oh, das sind wieder 20 Milliarden Leute, glaube ich, oder? Nee. So, einfach alle abmuxen hier. Bam. Bam. Let's go. Let's go. Hey, schaut mal jetzt hier. Bam. Bam. Das ist easy eigentlich hier. Von oben bis zum Auto-Aim. Runterschießen. Ja, weg mit den Idioten. Ja, die Musik ist auch wieder so toll. Oh, die haben so gute Kühe. Ah, das sind, glaube ich, ja Viehdiebe gewesen, ne? Hm, das sind Viehdiebe gewesen. Hey. Oh, fucking yeah. Die Musik macht das auch umso besser, ne? Die Mission, ey. So geil, Mann. So geil. Lass die Kühe in Ruhe.
So, bam. Easy Headshots. Zu gut, bin ich zu gut, Kappa. So, ist hier noch einer? Noch einer sollte hier sein, wa? Da sollten wir es geschafft haben, die Mission. So, da bist du. Bam, weg mit dir. So, da würde ich sagen, her mit deinem Geld erstmal. Hast du noch ein bisschen Kohle? Ja, $4. Sehr geil, sehr geil. Will ich lieben gerne mitziehen. So. Okay. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. You can say that again. But one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Ich habe das Gefühl, der Marshal will gar nicht so sehr helfen, wa? Gegen Bill Williamson, ich glaube, die haben ein bisschen Angst vor der Bill-Bande, weil das ist auch schon eine große Bande, muss man sagen, ne? Ich glaube, der will nicht so sehr helfen, aber der muss helfen. Wir helfen ihm, der muss uns dann auch zurückhelfen, ne? Das ist ja ein Nehmen und Geben. So, wir haben dann eben die Idioten eingefangen und noch die Kühe zurückgeholt von den Farm-Mitarbeitern, auch sehr geil. Da würde ich sagen, gehen wir dann erstmal zur nächsten Mission. Wir gehen dann zur McFarlane's Mission und dann mal sehen, was sie für uns vorhat hier. Coole Frau, coole Person, ich mag die sehr. Da würde ich sagen, wir uns dann gleich bei McFarlane. So, wir sind da jetzt bei McFarlane's Range. Ranch meine ich. Wo ist es hier los? Was zum Geier? Passiert doch mal! Nein! Oh mein Gott! Was war das gerade hier? Einfach ein Überfall oder wie von irgendwelchen Idioten? Ey, wie geht's euch gut oder so? Ach du Scheiße! Bullard-Zwillinge! Kommt zwischen 5 Uhr. Wir müssen, glaube ich, eine Runde schlafen oder so, ne? Alter Schwede, das war jetzt auf einmal überraschend, Einfach ein Überfall aus dem Nichts, Krass, okay. Habe ich gerne gemacht, Es waren aber sehr viele. Und dann noch nachts einfach angreifen. Wie feige kann man bitte sein als Mensch, Na gut, wir sagen, schlafen ganz kurz. Und dann ab zu McFarlane. So, dann würde ich sagen, ab zu Bonnie McFarlane. Und da mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ich hoffe, mal wieder so eine entspannte Mission. Mit dir, wo wir ein bisschen quatschen, ein bisschen über Gott und die Welt reden, ja. Und ich frage mich eigentlich, ob McFarlane vielleicht doch auf John steht, aber ich glaube eher nicht. Aber muss dann erwähnen, dass er eine Frau und ein Kind hat hier, der John. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Huh? Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but
I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. Ooh. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Alter, krass. Solche Sachen wusste ich jetzt nicht, dass John so viel erlebt hatte hier in seiner Kindheit, muss ich sagen, ne? Also, ja, er hatte eine Tochter, sein Vater war Schotze, seine Mutter war eine Prostituierte und alles drum und dran. Das ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Und er hat ja auch über Dutch gesprochen, seine Anführer, alles schon sehr krass. Hey, hey, hey. Bonnie, ganz ruhig, ne? Und er hat auch schon sehr viel erzählt über sein Leben mit seinem Sohn Jack und seiner Frau Abigail und einfach toll. Da würde ich sagen, Leute, liken wir uns gefallen in der nächsten Folge dann mit der lieben Bonnie. Bisschen die Weiden austragen hier. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao. Ciao.